So, okay, herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Reihe mit den China-Videos. Und zwar diesmal mit dem dritten Tag, wo auch echt ein paar Highlights dabei waren. Und zwar zum Beispiel die chinesische Mauer, der Zhou-Palast und eine Shopping Hall in einem chinesischen Supermarkt. Wir fangen aber mal wieder chronisch der Reihenfolge nach an und beginnen mit dem Morgen. Da ging es erstmal ab zur Olympiagelände, wo 2009 die Olympischen Spiele stattfanden. Und hier ein paar Videos bzw. Fotos von dem Vogelnest einmal. Das ist die große Halle, in der die Wettkämpfe stattfanden. Etwas daneben, das sieht man jetzt glaube ich auf den Bildern dann nicht, ist die Schwimmhalle, blau in blau. Und dann natürlich noch der Olympiaturm. Mal kurz Bilder ab. Nachdem man da dann kurz hin und her gelaufen war bei extremen Temperaturen und absolut keinem Schatten auf diesem Olympiagelände, ist man dann noch ein bisschen Frisbee spielen gegangen da vor dem Olympiagelände. Das gehörte irgendwie zum Programm dazu. Und ursprünglich hieß es mit chinesischen Kindern, irgendwie war das dann nicht der Fall. Ich weiß nicht. Die hatten da einige Dinge so im Programm stehen, die nicht so ganz zutrafen. Das war trotzdem nett und nochmal eine angenehme Pause, bevor man da wieder in den Bus ging und gleich wieder weiterfuhr. Und zwar eine ganze Weile bis zu einem ganz großen Supermarkt, wo wir dann alle einen Einkaufswagen bekamen. 50 Yuan, das ist die chinesische Währung. 50 Yuan entspricht etwas 5, 6 Euro, eher 6 Euro. Und dann hatten wir eine Stunde Zeit, dort einzukaufen. Und zwar sollten wir so viel wie möglich einkaufen. Also möglichst günstige Sachen, um so viel wie möglich einzukaufen. Und aber insgesamt fast genau oder am besten genau diese 50 Yuan auszugeben. Und wer sowohl am nächsten dran war an den 50 Yuan beim Ausgeben und auch noch die meisten Sachen hatte, hat gewonnen. Hier ein paar Videos aus dem chinesischen Supermarkt. So, okay, wir haben jetzt Geld bekommen und sind jetzt in einem riesigen Supermarkt und auf der Suche nach Essen erstmal. Hier hat es alles Mögliche, aber irgendwie nicht so recht Essen. Hier ist das Geld, ab geht's. Dong, was haben wir hier? Vorsicht, Vorsicht, hier rechts rum, links rum, fahrt mal links. Okay, hier hat es jetzt schon mal einige Getränke. Ah, das ist alles so ganz große Flaschen. Fahrt mal weiter hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Essen gefunden. Wir haben das Essen gefunden. Also, wir haben das Essen gefunden. Oder da. Stimmt, hier. Hier haben wir jetzt verschiedene Bonbons. Kommt, geht mal hier rum. Da ist auch. Okay, kommt weiter darüber. Hier ist auch so eng. Sollen viele. Schau mal, der hat jetzt einen Fisch. Der wird jetzt eingepackt. Ja, das erinnert doch so ein bisschen an Frankreich oder so, wo die Fische abgemurkst werden vor den Augen der Leute, die sie dann kaufen und zuerst noch frisch rumschwimmen. Es ist ein klein bisschen widerlich. Wir hatten da dann auch einige interessante Sachen zu essen gesehen, die ich jetzt nicht alle hier zeige. Es gab eine große Spirituosenabteilung. Ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein so ist in China oder nur in diesem Supermarkt. Das fiel eben auf. Und was auch interessant ist, in diesen Supermärkten in China gibt es nicht nur Lebensmittel, sondern das ist mehr wie in England, wo man wirklich alles da drin bekommt. Da gab es dann auch noch Waschmaschinen und Fernseher und
Becher, alles, was man noch so im Haushalt brauchen kann. Schulsachen waren am Anfang. Schule steht ja in China ganz oben. Und so hat man da eigentlich alles bekommen. Also wenn man in China einkaufen will, in den Supermarkt gehen. So kleine Geschäfte gibt es dort eigentlich auch eher nicht, sondern eben diese großen Supermärkte. Ja, dann ging es zum Sommerpalast. Und zwar ist das der Palast, wo der chinesische Kaiser seine Sommerurlaube verbringt, also seinen Sommer, weil es ansonsten in der verbotenen Stadt zu heiß wäre. Es ist eine gigantische Parkanlage mit eigenem See und einem ganz großen Wandelrundgang, der halb um den See herumführt. Und das sind überall so Bilder eingezeichnet. Hier gerade mal ein Foto von diesen Bildern und diesem Wandelrundgang. Auch gab es in diesem Sommerpalast Marmorboote. Und zwar wie so Boote, die auch auf dem Wasser standen. Und zwar aus Marmor gefertigt. Sah ganz toll aus. Ich glaube, davon habe ich leider kein Foto machen können, weil da die Menschenmassen einfach zu viel waren. Ja, hier noch ein paar Eindrücke aus dem Sommerpalast. Danach landeten wir erstmal auf dem Weg zum Highlight des Tages, nämlich zur chinesischen Mauer in einem gigantischen Stau, der sich über Stunden hinwegzog, sodass wir nach mehr als 3 Stunden schließlich dort ankamen, wo wir hin wollten, nämlich bei der chinesischen Mauer. Es hat sich aber wirklich gelohnt, die lange Fahrt. Atemberaubende Bilder wie dieses hier erwarteten uns erstmal. Wir haben das Ganze dann noch ein bisschen rausgezögert und haben erstmal noch Drachen steigen lassen, so chinesische Drachen, vor der Mauer auf einem großen Platz. Jetzt noch ein bisschen was zu der chinesischen Mauer. Der Ausdruck chinesische Mauer ist eigentlich falsch. Es gibt mehrere chinesische Mauern, die im Laufe von Jahrtausenden und Jahrhunderten gebaut wurden. Diese hatten sich dann zusammengeschlossen, sodass der Ausdruck entstand, die chinesische Mauer. Insgesamt umschließt diese Mauer fast ganz China, das Meer ausgenommen. Es geht sogar noch ein bisschen aufs Meer hinaus, ein paar hundert Meter. Es sind etwa 21.000 Kilometer, etwas mehr. Beim Bau der Mauer starben etwa 250.000 Menschen, die meisten davon Bauern und Arbeiter. Diese chinesischen Mauern haben alle 200 Meter einen Wachturm, wie man ihn hier sieht. Und alle 800 Meter eine kleine Festung, könnte man sagen. Diese sind dann auch wirklich groß begehbar. Dort haben wir dann, weil es brach ein ziemliches Unwetter los, als wir hoch sind. Wir sind da trotzdem bei Gewitter und allem hoch, mussten dann oben kurz unterstehen und sind dann wieder nach unten gerannt, die Mauer runtergerannt. Und trotzdem konnte ich ein paar Bilder machen und da möchte ich jetzt einfach ein paar Eindrücke aus diesem Gruselwetter an der chinesischen Mauer berichten. So, es hat jetzt angefangen zu gewittern, wie man da draußen auch sieht. Und wir haben uns jetzt in eine kleine, diese Türmchen auf der Mauer verzogen. Ich kann hier gerade mal rausschauen. Also kein schönes Wetter, aber es war auf jeden Fall wert, hier mal hochzugehen. Die gehen ja immer. Mach mal durchgelaufen. Ich glaube ja. Auch wieder der dritte Tag. Der Großteil hat wirklich die chinesische Mauer eingenommen. Die war es auch absolut wert. Ganz toll war auch die Shopping Hall.
Ich habe jetzt leider gerade nichts hier, was wir dort gekauft haben. Ich kann mal aufzählen, was wir so gekauft haben. Wir haben übrigens das Spiel gewonnen, meine Gruppe. Es gab 3 Gruppen. Und wir haben unter anderem Stäbchen gekauft. Wir haben so Plastikschüsseln zum Essen gekauft. Wir haben lauter Bonbons und so günstiges Zeug gekauft. Dann hatten wir so Aufkochnudeln, die haben wir immer noch irgendwo. Seltsame Kekse und ursprünglich wollten wir noch chinesische Chips kaufen. Dazu kam es dann leider nicht mehr. Dann haben wir, damit wir noch näher an diese 50 Yuan rankommen, eine Tragetasche gekauft. Und dann haben wir da wirklich eine Stunde gebraucht, um da alles durchzusuchen. Und dann habe ich was falsch eingetippt, weil wir da immer zusammengerechnet haben, bei wie viel Yuan wir jetzt sind, um möglichst genau an die 50 Yuan zu kommen, und habe dann prompt 50,2 Yuan ausgegeben, sodass wir nur noch was zurückgeben mussten und stattdessen was Kleineres holen. Das war echt witzig. Wir sind dann noch zu spät gekommen, das hat dann auch noch das Punktabzug gegeben, aber letztendlich haben wir doch noch gewonnen. Es war eine wirklich tolle Jagd. Wir hatten am Schluss den Einkaufswagen voll und wirklich so eine Einkaufsliste auf Chinesisch. Und unser Begleitpersonal dort ist dann alles durchgegangen, hat geschaut, ob alles stimmt, und hat dann ausgewertet, welche Gruppe gewonnen hat. Das war schon witzig. Wir hatten mehrere so Spiele. Das Geocaching am Anfang hat dazugehört und am Schluss hatte man nochmal eine Schnitzeljagd. Dazu dann aber später mehr. Das war Tag 3. Nächste Woche, Wochenende, kommt Tag 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächsten Mittwoch vermutlich mit der Rezension zu Dark Eden Das Camp aus dem CBJ Verlag von Patrick Kaumann. Viel Spaß bis dahin noch. Tschüss!